Also das hier ist unser Hühnerstall 4.0 und der soll die Legeleistung der Hennen überprüfen und darstellen können, weil das ist schon echt schwierig, das rauszufinden, wie viele Eier legt ein Huhn überhaupt. Und das ist für die Zucht interessant zu wissen. Genau. Und wenn das Huhn den Stall betritt, wird der Ultraschallsensor hier ausgelöst und unser Mikrocontroller weiß, dass sich ein Huhn im Stall befindet. Dann ist an jedem Huhn so ein BLE-Tag befestigt, ein Bluetooth-Tag. Wenn der im Stall befindet, sich im Stall befindet, dann misst unser Mikrocontroller den Abstand zu dem Bluetooth-Tag. Und wenn der Abstand eine gewisse Grenze unterschreitet, weiß unser Mikrocontroller, dass sich das Huhn im Stall befindet. Wenn das Huhn dann ein Ei gelegt hat und den Stall wieder verlässt, rollt das Ei hier über unsere Abrichtung runter und bleibt im besten Fall, das hat es nicht geklappt, in unserem Slot, in dem vorgesehenen Slot da unten hin. Genau. Was ist, wenn die Huhn den Stall verlässt, ohne ein Ei gelegt zu haben? Wenn dann das Huhn den Stall verlassen hat, dann überprüfen hier unsere Sensoren, unsere 5 Ultraschallsensoren, überprüfen dann die darunter gelegenen Eierslots und wissen dadurch, ob ein Ei dazugekommen ist oder nicht. Und dadurch kann dann unser Mikrocontroller bestimmen, ob das Huhn ein Ei gelegt hat, beziehungsweise welches Huhn ein Ei gelegt hat. Und das Ganze wird dann in unsere Cloud-Datenbank hochgeladen und lässt sich dann auch über unsere Website abrufen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.